Yo, servus Leute. Reagieren auf UFO 361. Gehen auf Farid Bang. Kapital Bra. Kurdo. Und damit, Freunde, gehen wir rein. Denno und Hayat Merkez heißt der Song, Leute. Ich bin am Start. Ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Ich blende mal hier ein paar Kommentare ein, dass ich auf den Song reagieren soll. Es ging sogar bis in die Instagram-DMs, dass ich darauf reagieren soll. Aber Leute, ich gucke sehr, sehr selten in die DMs. Deswegen, wenn ihr immer Vorschläge habt, nutzt dafür YouTube-Kommentare. Ich lese gefühlt jeden Kommentar. Merkez heißt so viel wie, wie sagt man, Hauptpunkt, Mittelpunkt, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Produced by Cero Produktion. Cero Produktion kenne ich selbst sogar. Er macht doch die ganzen hier orientalischen Beats auf YouTube, ne? Digga, ich bin sehr drauf gespannt. Okay, wir gehen rein, Leute. Boah, das wird so in eine aggressive Richtung gehen, ne? Wenn Denno jetzt schon so am Schreien ist. Kurz, ich habe Infobox vergessen. Mix bei Frio, Mastering bei King Size und Video bei Ruslan. Okay. Selam veriyorum herkese merkezden. Kavere bir küçük erkeksen. Benim için o hobi gekommen. Ah, dieser orientalische Beat schon wieder. Jedes Mal. Also die Beats von Hayat sowieso ist auch ja ein paar Samples hier dabei, auch mit Ismail Yeka. Ich bin ja sehr Fan von orientalischer Musik. Ne? Ich höre sehr, sehr viel türkische, alte türkische Lieder. Und deswegen orientalische Beats immer beste. Okay, kommt auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut rein. Ich weiß nicht, ob ein bisschen zu laut ist. Okay. Kommt Denno, kommt auf jeden Fall gut rein. Ich glaube, ich weiß nicht, aber meiner Vorstellung nach, glaube ich, wird das noch mehr abgehen, der Song. Ihr meintet, das soll ein sehr, sehr krasser Song sein. Ah, Digga, dieser Beat. Dieser Beat, der gefällt mir, Mann. Der gefällt mir gut gerade. Okay. Okay, ich muss sagen, Denno, Hayat, das ist so eine Combo. Als ich das so das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, Bruder, das kann richtig, richtig krank werden. Das kann richtig, richtig krank werden. Beide bringen schon so ein bisschen ähnlichen Sound, auch so ein bisschen das Orientalische kommt von beiden mit. Ich hab kein Wort verstanden, aber der Flow, der war einfach nice. Hey, war geil. Der Flow hat mir gerade richtig gut gefallen, okay? Schöner Wechsel gewesen. Ich glaube, jetzt gehen wir Richtung Hook. Digga, das muss jetzt eine Hook sein, die knallt. Bitte. Ich höre immer Ware geladen. Merkez, alle sind drauf wie Merkez. Alles ist grau wie Merkez. Guck, alle sind down wie Merkez. Şehri büyüktür, Merkez'i dar. Kürt'ü ve Türk'ü ve Çerkez'i var. Okay. Das ist die Pre-Hook. Das ist noch die Pre-Hook. Das mache ich daran fest, weil der Beat gerade sehr, sehr ruhig ist und bei einer Pre-Hook immer so ein bisschen der Beat ruhig wird, damit die Hook richtig an Wert bekommt und das richtig reinknallt. Deswegen, jetzt, ne? Wahrscheinlich jetzt. Digga, Denno wieder schreit, Junge. Er rastet aus. Er rastet auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut aus. Bin auch hier sehr auf Hayat seinen Part gespannt. Vor allem, die haben sehr stimmlich Unterschied und das wird für richtig geile Abwechslung sorgen. Finde ich auch schön, Digga. Finde ich auch schön. Egal ob Kurde oder Türke oder keine Ahnung was. Im Endeffekt sind das Kulturen, die sich verdammt, verdammt krass ähneln. Diese Message ist, dass wir alle, jeder Mensch, auf alle Nationen bezogen, dass wir einfach alle gleich sind. Punkt aus Ende. Du kannst jemanden nicht wegen seiner Nation verurteilen, sondern nur wegen seinem Charakter. Fertig aus. Berlin'den. Amcalar yine koşuyor peşimden. Benim de seni o
Digga. Diese powervolle Stimme, ne? Hayat hat eine krank powervolle Stimme. Diese Tiefe, und wenn der einmal schreit, ne? Boah. Denn nur diese hohe Stimme, Hayat diese tiefe Stimme. Das ist dieser stimmliche Wechsel, den ich haben will, wenn ich zwei Künstler hab. Alles Drogen genommen, heute am Promis mein Song. Geh bekickt ohne AMG, während mein Onkel die Tage zählt. Rede nicht, gib mir das Mikrofon, renn auf die Bühne und schrei Hayat Army lebt, kein Problem. Ja, okay. Kommt auch böse, böse rein. Böse, böse rein hier. Also Saddle-Produktion, so, so krank. Wirklich, also ihr müsst euch mal auf YouTube, was für Samples er auch immer gemacht hat. Ne, ich habe sehr, sehr viele Beats von ihm mir angehört. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die richtig schön. Könnt ihr auch mal gerne abchecken. Denn der Harlemer Küstenban, auf einmal wird jeder zu Muslim-Fan. Das war, hat mir gefallen. Auch nochmal Anspielung an seinen Hit hier nochmal gewesen. Hammerhart, ey. Gefällt mir. Okay. Weiter geht's. Der hat alles auseinandergenommen. Was war das? Bruder, was war das? Das war so unerwartet, aber das war so geil. Boah. Krank. Oh, Digga. Ich bin auch sehr, sehr Fan davon in Deutschrap-Songs, egal welche Sprache das ist. Jetzt haben wir hier Kurdisch, ne? Türkisch, Deutsch. Ne, ich mag das immer, wenn Deutschrap mit einer anderen Sprache gemixt wird. Sei es Albanisch auch, Russisch auch, Französisch, ne? Ich mag das. Persönlich, höre ich gerne. Ah. Bruder, weißt du, was ich noch ein bisschen, kleiner Kritikpunkt, wo er diese Aufzählung macht, Alevi, da, guck mal hier. Wie geil wäre das? Ich zeige euch kurz nur was. Warte. Warte kurz. Hier wäre das ein bisschen noch geiler, weil er macht ja gerade eine Aufzählung, ne? Alle wie das wäre so geil, wenn so ein schneller Drop kommen würde. Im Beat, wisst ihr? So eine Drop-Abfolge. Das wäre noch ein Ticken geiler gewesen. Aber, Digga, der Song ballert trotzdem mies. Die haben auseinandergenommen, Leute. Ich war gerade noch so ein bisschen müde und alles, dies und das. Aber ich schwöre euch, ich laber jetzt keinen Scheiß. Das hat mir gerade den Rest gegeben und ich bin gerade übertrieben wach. Das hat mir den Rest gegeben. Beide komplett abgeliefert. Starkes Ding von beiden. Alles sind drauf, hier Merkes. Alles ist drauf, hier Merkes. Guck, alles sind down, hier Merkes. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding und ich hoffe, euch hat diese Reaction gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, passt auf euch auf. Macht's gut, Leute. Checkt den Song ab, ihr wisst, Support ist kein Mod. Haut rein und ciao.